Hey Leute, willkommen zurück im HQ hier bei XCOM Enemy Within. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben ein paar Credits dazu bekommen. Das trifft sich natürlich hervorragend. Für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Da könnten wir jetzt ja doch noch mal ein paar Leute hier so ein bisschen was an Fähigkeiten zukommen lassen. Zum Beispiel, wie sieht's denn mit Eva aus? Was gab's da? Ich weiß noch nicht mal, was es hier gibt. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Bei den Augen könnte ich mir jetzt schon entscheiden, theoretisch. Bloß hier unten will ich halt noch keine Wahl treffen, weil ich weiß ja gar nicht, was das andere ist. Also 10 Zielgenauigkeit für jeden Schuss nach einem Fehlschuss. Das ist eigentlich Quatsch. Und Höhenvorteil. Das ist aber eigentlich auch Quatsch. Ich meine, wann hat Eva mal einen Höhenvorteil? Das ist ja, die ist ja nur am Rennen. Dann halt meinetwegen doch die Zielgenauigkeit nach jedem Fehlschuss. Warum eigentlich nicht? Bestätigen wir die Genmanipulation einfach mal. Kostet uns 5 Meld, aber... Ich schicke den ausgewählten Freiwilligen sofort zur Vorbereitung auf den Eingriff. Sobald okay. Die genetische Modifikation abgeschlossen ist, werde ich sie umgehend davon in Kenntnis setzen. Kann ich auch Verwundete nehmen? Nee, ne? Schade eigentlich, schade. Ja, es war auch noch ein Orden zu verteilen, oder? Ja, genau, Stadtkampfabzeichen. Was machte das nochmal? Zielgenauigkeit gegen Feinde in voller Deckung. Den Orden verleihen wir jetzt auch mal wem. Er könnte die auch noch bekommen. Gegen Feinde in voller Deckung. Feinde in voller Deckung. Ich würde es eigentlich schon fast Eva geben. Die ist aber gerade nicht da. Oder was ist mit Fischi? Als schwerer Kämpfer könnte er das natürlich auch gebrauchen. Er ist aber noch 18 Tage verwundet. Alter Vater, ey. Gute Genesung, mein lieber Freund. Dann geben wir es doch mal lieber jemanden, der das gebrauchen könnte. Naja, wir warten. Wir warten. Vielleicht kriege ich nochmal irgendwie... Vielleicht kriege ich nochmal irgendwie eine junge Dame oder einen jungen Herren, der Sniper werden möchte. Guck mal, hier unten haben die auch einen Billardtisch, sehe ich gerade. Sehr lustig. Und der eine besäuft sich da scheinbar. Ja, so eine Alien-Invasion, da kann man schon mal ein bisschen was trinken gehen, ne? Neue Leute muss ich nicht anwerben. Wie wäre es noch mit weiteren Satelliten? Bräuchten wir allerdings die neuen Techniker sind noch heute Morgen eingetroffen, Satellitenkontrolle. Ah, ich muss erst ausheben. Dann heben wir einfach schon mal aus. Kostet ja auch Geld. Also ein Genlabor haben wir hier. Ich könnte hier natürlich noch mal... Ah, so einen Alien-Sicherheitstrakt brauchen wir noch. Ja, das sollten wir demnächst auch mal machen. Kybernetiklabor. Hier werden wir in der Lage sein, mechanische... Ach ja, die Mechs zu bauen. Und das zählt als Werkstatt, okay. Eine Werkstatt könnten wir natürlich gebrauchen. Das gibt nochmal Ingenieure. Gebäuden und Gießerei... Oh, kriegen wir sogar ein bisschen was... Oder aber jedes Labor hat die Forschungsgeschwindigkeit um 20%. So ein Labor wäre natürlich auch was Feines, ne? Ja, komm. Was soll's, warum nicht? Bauen wir uns nochmal ein Labor, dann sind wir ein bisschen schneller, was das Forschen angeht. Ansonsten, ein Aufzug würde 50 kosten. Ja, komm, machen wir. Also ein bisschen Geld jetzt mal in die Hand nehmen. Und ich könnte dann ja auch noch mal so ein paar Nanofaserwesten. Oder lassen wir sämtliches Kobel hinter uns und opfern all unsere Werte dem endgültigen Sieg. Ich kann nur hoffen, dass es nicht so weit kommt. Vorausgesetzt natürlich, dass die Technologie der Aliens nicht in die falschen Hände gerät. Achso, ja, hier, genau, hier konnte ich das sehen. 2 extra Gesundheit. Nanofaserwesse. Ja, die wird doch einfach ganz normal als Rüstung dann genommen, ne? Deswegen würde ich schon mal sagen, dass wir da 4 Stück uns einfach mal von herstellen. So, genau. Ein Scope wäre natürlich noch nice. Dass die Zielgenauigkeit erhöht, das würde ich dann gerne der Scharfschützin geben, der Chaos-Katze, sobald sie wieder mal da ist. Und ein Medikit, das würde ich dann auch gerne mal haben. Und das bekommt dann nämlich unser Dingens-Typi. Satellitenzielhilfe hätten wir hier noch. Ah, ich kann ja noch gar... Warte mal, im Hangar kann ich eigentlich... Ich kann keine neuen... Ah doch, Abfangjäger kaufen. Sehr schön. Anfangskosten 40, monatlich 20.
2 Hangarkapazitäten. Ah, ich sehe, was da abgeht. Holen wir uns nochmal 2? Ich würde fast sagen, ja. Was man hat, hat man. Und dann haben wir immer noch 200 Credits über. Und der Monat läuft noch wie lange? Welchen Tag haben wir heute nochmal? Den 13. Den 13. Warte mal, wie lange dauert es denn? Wie lange dauert es denn? Ne, das wollte ich doch gar nicht. Wie lange dauert es denn? Achso, ah shit, muss ich ja ausheben. Genau, das war das Problem. Wie lange dauert ein Satellitenkontrollzentrum denn generell? Nicht genügend Ingenieure. Was? Okay. Das ist jetzt natürlich schlecht, aber hier, warum, hier muss doch irgendwo mal stehen, wie lange das dauert. Ich kann doch nicht einfach irgendwas anfangen zu bauen, ohne dass ich weiß, wie lange das dauert. Egal, ich brauche eh Ingenieure dafür. Das heißt, Ingenieure. Habe ich hier nicht gesagt, Einrichtung bauen? Hä? Habe ich hier nicht gesagt, Labor bauen? Warte mal. Gib mal hier. Nee, warte mal. Ereignisliste. Pulsbogen-E-Modifikator. Ratsbericht in 18 Tagen. Aufzug habe ich gesagt. Okay. Oder habe ich gesagt. Ups, das wollte ich gar nicht. Oder habe ich gesagt, das kann noch warten? Genlabor? Oder. Ach nee, das gehört dahin eigentlich, wa? Abreißen will ich hier doch gar nichts. Das Genlabor hat doch einen. Ja, genau. So, die Werkstatt geht nicht, weil wir nicht genügend Geld haben. Ah, okay. Das würde gehen, dann hätten wir aber nur noch einen einzigen Credit über. Dann warten wir damit halt auch noch mal ein Momentchen zumindest. So, und in der Kaserne kann ich doch jetzt die Soldaten zumindest so weit ausrüsten, dass sie... nee, das will ich doch gar nicht. Bewaffnung... oder auch nicht. Das dauert dann scheinbar auch nochmal einen Moment. Na gut, komm, in die Einsatzleitung. Und dann scannen wir hier mal ein bisschen nach Aktivitäten. Und wir sehen hier schon eine UFO wieder über Nigeria. Da starten wir auf jeden Fall unseren Abfangjäger. Ja, wir haben ja nur den Raven One hier momentan. Hoffen wir mal, dass der ausreicht, das Ding vom Himmel zu holen. Sonst haben wir nämlich ein Problem. So, wir könnten theoretisch... notfalls auch abbrechen, natürlich. Aber ein bisschen Schaden ist kein Ding. Oh oh. Ja, sauber! Der Abfangjäger hat das Ziel-UFO abgeschossen. Sehr schön. Den Bericht verlassen wir einfach mal und dann können wir hier direkt den nächsten Einsatz fahren. Wir schicken den Skyranger los. Es ist ein... oh, nicht identifiziertes. Okay, wir schicken den Skyranger natürlich trotzdem los. Und wir haben jetzt Unterstützung. Dann haben wir hier Sturm. Okay. Und einen neuen Rekruten. Dann machen wir es so, würde ich mal sagen. Ja. Ja, doch, das klingt für mich, oder? Wir haben ja sonst, wenn ich die mal hier wegpacke, wir haben ja keinen mehr, der irgendwie fit ist. Nee, Eva ist nämlich hier gerade jetzt in der Dingens. Dann würde ich sagen, ja, nehmen wir einfach mal die Nicoletta mit. Und dann schauen wir, ob wir hier gegen das UFO bestehen können. Ich will's mal hoffen. Ich will's mal hoffen. Also ein paar andere Gesichter jetzt hier. Mit bereit machen zum Einsatz, im Angriff diesmal. Aber ich denke mal, Leute, ihr werdet euch auch gut schlagen. Für die nächste Operation setzen wir sie tief wow, das sieht ja geil aus. Hinterland ab. Echt? Das ist Hinterland? Das sieht mir eher aus wie eine Stadt. In einem dicht besiedelten Gebiet innerhalb der Stadt abgestürzt. Hoffen wir, dass alle dort auf Abstand geblieben sind. Hoffen wir es mal. Also, wir starten den Einsatz und ich bin gespannt, was wir hier so für Aliens antreffen werden. Oh Mann. Ey, 3 Mädels mit am Start. Kannst mal sehen. Frauenpower und Devorian ist hier der Hahn im Korb. Beim Vorrücken auf die Absturzstelle. Strike One ist bereit, das Raumschiff zu sichern. Verstanden, Big Sky. Strike One hat die Erlaubnis zum Stürmen. Okay, das trifft sich schon mal. So, mein lieber Devorian, du gehst hier vorne hin. Und siehst direkt... oh nein, nicht die schon wieder. Okay, die sind dort in den Tarnmodus gegangen. Oh Mann. Oh Mann. Na gut.
Feldposten, eindeutig. Mathilda, du gehst hier drüben mit hin. Du gehst auch auf Feldposten. Alter Vater, so. Unsere Saishia. Oh Gott, ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus, ansonsten nimm's mir bitte nicht übel. Und die Nicoletta, die ja noch nicht befördert ist, die kommt einfach mal hier mit hin. So, jetzt hoffen wir mal, dass diese Drecksviecher uns nicht wieder alle strangulieren wollen. Doch, da ist das Erste. Aber die ganzen Soldaten sind natürlich gewarnt worden. Vorsicht, hier könnten Aliens kommen und sie knallen das erste Mistvieh direkt über den Haufen. So muss es sein. So muss es sein. Hier hängt es. Dreckige Tentakelwesen. So, mein lieber Devorian. Mein lieber Devorian. Na komm. Ich würde sagen, Eileen Mathilda geht mal hier rüber. Da hättet ihr aber schlechte Deckung eigentlich, wa? Nur nach oben hin, aber die kommen ja von der... Obwohl, nee, das sind ja eh Nahkämpfer. So, sie hat jetzt auf jeden Fall den Melt-Container hier entdeckt. Und in 4 Runden dürften wir das eigentlich schaffen, sage ich jetzt einfach mal. So, Devorian. Was machen wir mit dir? Du gehst dorthin. So, und gehst natürlich auch wieder auf den Feldposten. Jetzt kommt Saishia und geht hier vorne hin, wo eben Devorian noch angegriffen wurde und angefallen wurde. Aber hey, gar kein Problem. Und Nicoletta, unsere neue Rekrutin, die geht dorthin. Und die geht auch auf Feldposten. Denn wir wissen ja, dass hier irgendwo noch so ein dreckiges Tentakelviech am Rumschweben ist. Oha, da oben kommen 2 Sektoiden. Aber hier, Saishia sieht sie, schießt leider daneben. Schade. Das hätte ich ihr gegönnt, hier mal einen Frag zu machen. Einen Kill abzukassieren. Aber die ziehen sich erstmal zurück, Leute. Sie ziehen sich erstmal zurück. So, Devorian, mein lieber Freund. Wir gucken gleich, was wir mit dir machen. Erstmal, oh, shit. Mathilda, was machen wir jetzt mit dir? Du könntest natürlich auch spurten. Ich nehme Sturm und Schuss. Ja, ich nehme Sturm und Schuss, damit Mathilda sich dann hier vorne platzieren kann. Und dann immerhin nochmal auf den Feldposten sich begeben kann. So, Devorian, du gehst in die volle Deckung, würde ich fast schon sagen, eher, wa? Ja, Devorian geht in die volle Deckung. Ja, Devorian, du hättest auch hier rumgehen können. Fauler Sack. Gehst natürlich auch auf Feldposten. So, Saishia geht hier vorne hin. Die muss bald schon nachladen. Ey, wir müssen aufpassen, dass wir auch rechtzeitig nachladen. Und die Nicoletta geht hier vorne hin. Und natürlich geht auch sie auf den Feldposten. Wo ist das Tentakelviech? Das ist jetzt die Frage, die uns alle beschäftigt. Ich habe irgendwo was gehört. Oder haben die sich da oben gegenseitig verstärkt? Da ist es, da ist es. Und unsere Rekruten feuern natürlich erstmal alle schön die Reflexschüsse ab und haben Nicoletta damit den Arsch gerettet, möchte ich einfach mal behaupten. So, Devorian, der muss nicht nachladen. Mathilda, lad du mal lieber nach. Du lädst auch auf jeden Fall nach. Und Nicoletta, nee, die muss noch nicht nachladen. Das heißt, Devorian könnte jetzt seinen Sturm und Schuss nutzen. Jetzt ist die Frage, wo geht er hin? Ich würde sagen, hier. 2 Runden. Oh, shit. Jetzt lass ich mal überreden. 2 Runden. Das heißt, er geht jetzt dorthin. Das geht auf eine Runde runter. Dann könnte er gleich dort drüben hingehen, das aktivieren. Ja. So machen wir es. So, Devorian, du platzierst dich dort natürlich auf Feldposten. Und unsere Nicoletta, die geht jetzt hier vorne hin, nur in die halbe Deckung. Warum das? Damit sie hier einen besseren Sichtwinkel hat und gegebenenfalls Devorian auch schützen kann. Denn in der nächsten Runde muss Devorian jetzt sich an den Melt-Container wagen. Oh nein, jetzt kommen auch noch Schweber dazu. Ah, erst die Pest, dann noch die Cholera, ne? Immer wieder schön. So, Devorian ist aber im Zug. Er geht jetzt hier vorne hin. Oh scheiße, die haben sich natürlich da so hingestellt, dass sie Reflexschüsse abfeuern. Aber daneben, Devorian, du hast ja mehr Glück als Verstand. Okay. Dann sammelst du mir mal bitte das ganze Melt hier ein. Und... Ja, du bist aber flankiert jetzt, Junge. Du bist flankiert. Das bedeutet für mich, du bewegst dich erstmal irgendwo hier hin, wo dich die Aliens erstmal nicht treffen können. Das ist wichtig. So, Mathilda ist jetzt aber mit am Start. Und die geht hier hin.
beschützte Vorian denn so ein bisschen? Ah, sie könnte sogar wen sehen. 10%ige auf den scheiß Schweber da oben. Ne, das finde ich aber uncool jetzt, dass sie den Schweber sieht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie weit die Schweber kommen. Warte mal, ganz kurz. Warte mal. So, Nicoletta, du gehst hier vorne mit hin. Und gehst dann auf Feldposten. Moment, bevor Eline dran ist oder Mathilda. Gehen wir mit ihr hier vorne hin. Und bevor ich jetzt auf Feldposten gehe, wirf doch mal lieber eine Rauchgranate, so dass hier unsere beiden da vorne nicht so ganz aufgeschmissen sind. So. Okay, damit ist nur noch Mathilda dran und Mathilda wagt es jetzt einfach mal einen Schuss abzufeuern. Vielleicht trifft sie den Schweber. Ich meine, sie hat 10% Chance. Manchmal muss man auch ein bisschen Glück haben. Und sie hat leider kein Glück. Okay, aber sie steht ja in der Rauchgranate, deswegen keine Sorge. Ich denke, du wirst nicht sterben, Mathilda. Nein, das glaube ich nicht. Er schießt wirklich. Nee, er macht... Ah, er will sie niederhalten. Alles klar, jetzt ist Devorian dran. Devorian geht jetzt einfach mal direkt... Ah, die werden garantiert... Nee, warte mal, müssen wir anders machen. Devorian geht nur hier hin. Sieht dann die beiden Aliens. Ah, ja. Was hast du für eine Chance auf den? 74, weil wir den flankiert haben. Okay, Devorian, komm schon. Wenn du den triffst, dann sterben beide. Ach, Devorian. Warum machst du denn sowas? So, Mathilda. Oh, das wäre schon Spurten. Das ist ja scheiße. Aber sie könnte natürlich auch hierhin spurten und den Typen dann über den Haufen knallen. Boah, soll sie das riskieren? Ah, sie wird ja niedergehalten. Das heißt, sie könnte getroffen werden, theoretisch auch von dem Drecksviech da oben. 1% Trefferchance nur. Wie weit kannst du denn die Granate werfen, Madame? Oh ja, doch schon ziemlich weit. Warte mal. Kriegen wir das so hin, dass ich die beiden treffe? Ja, doch. Okay, dann machen wir es so. Dann hat Mathilda immerhin hier schon mal ein paar Aliens ausgeschaltet. Dann sind die scheiß Schweber da zwar noch, aber das ist kein Problem. So, jetzt steht der eine da oben auch komplett ohne Deckung da. Das ist auch schon mal ziemlich nett. So, Nicoletta. Du spurtest... Ja, spurtet sie. Ich glaube, sie spurtet dorthin. Sie dürfte jetzt eigentlich nicht getroffen werden. Genau. Der andere Schweber steht da oben irgendwo rum. Und wo geht sie hin? Sie könnte theoretisch auch spurten. Aber ich glaube... Meint ihr, die Schweber kommen hierher? Ich bin mir nicht sicher. Bin mir da absolut nicht sicher, was die Schweber jetzt vorhaben. Stell du dich einfach mal hierhin erstmal. Und deck deine Kameraden. So, mal gucken, was jetzt abgeht. Der Schweber bewegt sich ein Stückchen nach vorne, sodass er in Deckung steht und schießt dann auf... Wow, auf Mathilda. Oh, oh, scheiß die Wand an. Was macht der jetzt, wenn der jetzt auch auf sie feuert? Müssen wir hoffen, dass er daneben schießt. Boah, Schwein gehabt. Devorian. So, jetzt ist hier aber keiner mehr, der irgendwie im Dingens wäre. Ihr wisst, was ich meine. Das bedeutet, Nicoletta könnte hier vorne hergehen. Macht sie auch. Und 45. Dann schießt du mal bitte auf den, der ein bisschen weiter weg ist für die anderen. Und oh, wie kann man denn da oben hinschießen? Also da war jetzt ja gar nichts. Sie hat ja auch Sturm und Schuss ready, wa? Ja. Okay, Devorian, du machst die Vorhut. Sturm und Schuss einmal aktivieren, bitteschön. Und dann rennst du direkt hierhin. Ist ja niemand auf Feldposten. Jetzt hoffe ich mal, dass da nicht noch weitere Aliens sind. Sehr gut, Schwein gehabt. 98 oder 82, da nehmen wir natürlich die 98 und Devorian, mach mich jetzt nicht schwach. Dankeschön, sehr schön. Okay, Mathilda, du hast jetzt dein Leben in deinen eigenen Händen. Sturm und Schuss aktiviert und sie spurtet jetzt hierhin. Von da aus dürfte sie den Typen treffen. Behaupte ich jetzt einfach mal, ja... Und hat eine 86%ige Trefferchance. Und sie trifft ihn nur für 3 Schaden. Das könnte jetzt ein Problem werden, denn sie kommt nicht so weit. Ach du heilige Scheiße.
Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Okay, der wird auf Mathilda schießen, hundertprozentig. Oh ja, das wird böse. Das wird... Nee, was macht er denn? Was hat er denn jetzt gemacht? Okay, Moment, das muss ich nicht verstehen. Aber dann würde ich gerne mit Nicoletta mal eben schießen. Die braucht nämlich eigentlich noch einen Frag, damit die mal befördert wird. Und natürlich schießt sie daneben. Natürlich schießt sie daneben, warum auch nicht. So, meine liebe Mathilda, dann mach du es. 100%, diesmal schießt er aber... Ja, nee, sie hat ja eben auch getroffen, aber sie hat halt zu wenig Schaden gemacht. Das war ja das Problem. So, sie kann eigentlich nichts Vernünftiges machen, deswegen spurtet sie jetzt einfach mal mit nach vorne. So, und mein lieber Devorian, du bleibst dort erstmal stehen und lädst deine Waffe nach. Was hältst du denn davon? Und dann schauen wir mal, was da oben im UFO geht. Allerdings, ach du heiliger Kotnascher, habe ich nicht auf die Zeit geschaut. Ich mache an der Stelle erstmal einen Cut für heute, meine lieben Freunde. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier an dieser Stelle wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und drückt den Jungs und Mädels hier die Daumen, dass sie alle wieder lebend nach Hause kommen. Bis morgen, ciao.